sei nicht frech, ab ins Bett. Es ist gemein. Nur Killer-Boy-Rats, bisschen Schule nervt, wir sind cool. Wenn du aufwärts immer musst und dich packt der Bus, dann sing ne 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 ne. Die Killerboy Rats, volle Lautstärke. Putz dir die Schuhe ab, Henry. Nicht schon wieder! Es ist wochenlange Schwerstarbeit, sein Zimmer so zu haben, wie es einem gefällt. Und dann verunstaltet es jemand. Das gehört dahin, das dahin. Okay, wo sind meine Roboter-Spinnenmutanten? Ohne die komme ich nicht aus dem Bett. Zum letzten Mal, Henry, steh endlich! Ah! Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! Oh! Morgen, Papa. So. Moment mal. Wo ist Mr. Kill? Wer hat Mr. Kill gestohlen? Wer hat Mr. Kill? Taschenlampe, Schere, Block und Stift. Check. Schuhcreme. Verfaultes Glücksbringerei. Falscher Hundehaufen. Check. Ich hol dich schon wieder, Mr. Kill. Und dann knöpfe ich mir diesen Dieb vor. Detektiv Henry spürt den Täter immer auf. Der Täter muss sich hier ausgekannt haben. Papa vielleicht. Aber warum? Henry? Henry! Ja! Henry! Oh, du bist wirklich schrecklich, Henry! Ja, Papa, du kannst weglaufen, aber du kannst dich nicht verstecken. 16.35 Uhr. Verdächtiger kocht gesundes Essen in Küche. Nein, du darfst Mr. Kill nicht grillen! Was? Du hast Mr. Kill gestohlen, als ich in der Schule war. Und jetzt willst du das wie ihn essen. Red doch keinen Quatsch, Henry. Sieh doch, das ist nur ein Huhn. Oh. Und als du in der Schule warst, war ich doch im Büro. Oh, Verdächtiger hat ein Alibi. Vielleicht ist Mr. Kill weggelaufen, du. Schmeißt ihn immer durch die Gegend und trampelst auf ihm rum. Mr. Kill würde mich nie verlassen. Dann sieh doch mal im Garten nach. Vielleicht hast du ihn da liegen lassen. Nein, ich habe ihn nirgends liegen lassen. Jemand hat ihn gestohlen. Mr. Kill, wo bist du? Ich bestimme, weil das mein Garten ist. Oh, aber du bestimmst immer, auch in meinem Garten. Na und? Einer muss ja die Anführerin sein. Ach ja, das ist doch jemand, der ein gutes Motiv hat. Die launische Laura. Sie wollte es mir schon immer heimzahlen. Abtupfen. Dass sie wieder gesund wird? Sie kommt durch. Was machst du da mit meiner Puppe? Das werde ich dir heimzahlen, Henry! Rache und Lösegeld. Zwei perfekte Motive. Die launische Laura hat Mr. Kill entführt. Wo liegt das Problem? Zweite Anführerin ist doch auch gut. Aber nicht so gut wie erste Anführerin,
ihr immerhin noch besser als dritte Anführerin. Oh nein! Jetzt vergraben sie Mr. Kill. Ach, wir könnten noch beide erste Anführerin sein. Das ist eine saublöde Idee. Oh, jetzt reicht's. Ich gehe nach Hause. Genau deshalb kannst du nie die Anführerin sein. Das müssen die mir teuer bezahlen, Mr. Kill. Lass ja die Pfoten von meiner Zeitkapsel. Von deiner Zeitkapsel? Ja, die muss mindestens 1000 Jahre vergraben sein. Ich suche meinen Mr. Kill. Du hast ihn genommen. Deinen doofen, stinkenden Mr. Kill würde ich gar nicht wollen. Und jetzt verschwinde, das ist unser Garten. Aber jemand hat Mr. Kill gestohlen. Gut, vielleicht ist er jetzt endlich bei netteren Leuten, wo er besser behandelt wird. Eins, zwei, drei! Das sah nicht geheim, Henry! Unschuldig. Aber wer sonst könnte mir eins auswischen wollen, mehr noch als Laura? Natürlich. Mein guter, braver, perfekter, schleimiger, kleiner Bruder. Wo hat ihn dieser Zwerg bloß versteckt? Mama, ich mach gleich alle meine Hausaufgaben, wenn ich mein Cello geputzt hab. Was ist denn mit meinem Zimmer passiert? Du warst es. Du hast Mr. Kill gestohlen. Du wolltest es mir doch schon lang heimzahlen. Was denn, Henry? Na, alles. Mama! Henry ist so gemein zu mir. Wir hätten den ersten Preis im Sandburgenwettbewerb gewonnen, aber du musstest ja gleich wieder losheulen. Mom! Und das war noch nicht alles. Was für ein schöner Tag. Kein Wölkchen steht am Himmel. Die Vögel zwitschern leise, in der Ferne Glockengebimmel und... Für die kostenlose Flugstunde hast du dich nicht mal bedankt. Oh, und was war an deinem Geburtstag? Wir haben Stinkerazzi nie wiedergefunden. Alles nur deinetwegen, weil du immer gleich losheulen musst. Also, wo ist Mr. Kill? Klappe, du Zwerg! Tja, wenn du es mir nicht freiwillig sagst, muss ich härtere Methoden anwenden. Nein! Bitte, alles nur das nicht! Was hast du mit Mr. Kill gemacht? Ich hab ihn nicht angefasst, ehrlich nicht. Was machst du da? Nein, nicht mein Cello. Das mache ich nur ungern. Aber du lässt mir keine andere Wahl. Mr. Kill. Bitte, ich weiß wirklich nichts. Deine letzte Chance. Was hast du getan? Du, sag's ihm, Peter. Gib's zu. Nicht Peter, du, Henry. Ich? Er ist der Dieb. Er hat Mr. Kill gestohlen. Nein, das hat er nicht. Ich weiß, dass er es nicht war. Und wer war es dann? Ich war's. Natürlich. Hätte ich mir denken können. Als du mein Zimmer aufgeräumt hast, stimmt's, da hast du ihn genommen. Und ich weiß auch, warum du ihn genommen hast. Weil du mich erpressen willst, damit ich so brav wie Peter bin. Das reicht. Jetzt habe ich endgültig genug. Hey, ich führe doch gerade eine Ermittlung durch. Lass mich los! Lass mich los! Da hast du deinen Mr. Kill. Niemand hat ihn gestohlen. Ich hab ihn gewaschen, weil er gestunken hat. Ach so. Wie kannst du mir nur unterstellen, ich würde deinen Teddybär stehlen, Henry? Und wie konntest du deinen kleinen Bruder verdächtigen? Und deinen Vater. Und mich! Du verbringst den Rest des Tages auf deinem Zimmer, junger Mann. Was? Und du wirst dem armen Peter von deinem Taschengeld neue Cello-Saiten kaufen. Und jetzt ab ins Bett. Was ist mit Mr. Kill? Der bleibt genau da, wo er ist.